Hallo liebe Hungrige, es ist vollbracht, der Jahreswechsel ist vollzogen und um es mal frei nach Oliver Kalkofe zu sagen, uns allen wünsche ich, dass das neue Jahr nur halb so bescheuert wird wie das letzte. Ich vermute ja mal, dass viele gestern diese Warnung einfach in den Wind geschlagen haben. Ja, ja, so kann's laufen. Nichts ahnend geht man los und kommt das im nächsten Jahr wieder zurück. Doch da gibt's ja dann Möglichkeiten, sich zu trösten, zum Beispiel diese, besser feiern und Prosecco trinken, als abwarten und Tee trinken. Denn es hat ja auch wirklich jeder einen Grund, den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Er hat ja das Alte überlebt. Dieses Zitat von Lothar Schmidt, ein ehemaliger Verleger und sehr guter Schachspieler, war damals sicherlich sarkastisch oder einfach witzig gemeint, ist allerdings in dieser pandemischen Zeit leider zu einer eher traurigen Wahrheit geworden. Und dazu passt eigentlich auch dieses Zitat von Hans Johnny Klein, ehemaliger Minister und Vize-Bundestagspräsident. Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr wollen zu können und weniger müssen zu müssen. Doch ich bin optimistisch, und zwar ganz ehrlich, also kein Zweckoptimismus. Es wird wieder aufwärts gehen. Allerdings, wenn ich mich heute, so am ersten Tag des Jahres, schon wieder videoschneidend betrachte, geht mir nachdenklich auch dieses Zitat durch den Kopf. Zwischen Weihnachten und Silvester zu arbeiten ist nicht schlimm. Zwischen Silvester und Weihnachten zu arbeiten, das ist schlimm. Allerdings habe ich da Glück, denn mir macht meine Arbeit Spaß. Was jedes Jahr eine große Rolle spielt, sind die guten Vorsätze. Und ich brauche keine neuen, denn die alten sind quasi noch unangetastet. Ganz klug hat sich Oscar Wilde mal zu diesem Thema geäußert. Er sagt, gute Vorsätze sind Checks auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat. Also seid vorsichtig damit. Und wenn ihr doch gute Vorsätze fassen wollt, möchte ich euch eher diesen ans Herz legen. Mein Vorsatz für dieses Jahr ist, damit aufzuhören, mich selbst zu fragen, ob ich gut genug für andere bin und endlich damit anzufangen, mich zu fragen, wer gut genug für mich ist. Das ist doch sehr sinnvoll. Doch genug der klugen Sprüche, machen wir das Beste aus 2022 und arbeiten darauf hin. An Silvester feiert die ganze Welt, dass sich das Datum ändert. Ich hoffe, irgendwann feiern wir das Datum, an dem sich die Welt geändert hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.